Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hüter, und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 News Video. In diesem Video werde ich euch einige interessante Sachen präsentieren, und es sind nicht nur einige, sondern recht viele und wirklich sehr spannend, denn das Edge Magazin mit einem Destiny 2 Artikel wurde veröffentlicht und die Redakteure dieses Magazins durften die gesamte Kampagne von Destiny 2 zocken, haben also dementsprechend viel zu erzählen. Wer keine Spoiler haben möchte, ich werde euch das vorher nochmal ankündigen, falls ich etwas zur Story spoilern werde. Das mache ich ganz am Ende erst, damit wir erstmal alle anderen interessante Sachen durchgehen, bevor dann jemand wegschaltet, weil er das Ganze nicht hören möchte. Nun legen wir aber erst einmal mit den Energiewaffen los. Und zwar ist uns ja bereits bekannt, dass sie im PvP mehr Schaden gegen einen Gegner machen, die eine Super aktiviert haben. Aber wir wissen jetzt auch nun, was sie im PvE so ausrichten. Natürlich machen sie die Schilde von starken Gegnern schneller kaputt, wie Captains oder Minotauren. Aber falls ihr mit einer Energiewaffe ein Schild kaputt macht von einem Gegner, beispielsweise ein Minotaurus, und drumherum stehen einige Vex-Goblins oder so etwas, dann explodiert diese Schild, also es explodiert auch so, ohne wenn Gegner drumherum stehen, aber die Gegner drumherum bekommen dann Schaden ab und das ist sehr, sehr gut, denn damit kann man dann wirklich schönes Explosion Damage machen, so etwas wie ein Feuerball, nehme ich mal an, dass das so etwa von der Stärke der Explosion sein wird und ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Weiter geht's im PvE-Bereich und zwar werden wir ja gesperrte Ausrüstungsmodis haben, das heißt, ihr geht in einen Dämmerungsstrike rein, habt zum Beispiel den Arcus-Akrobat drinne, ihr habt eine Sniper drinne, ihr habt einen Scout und ein Impulsgewehr drinne, dann dürft ihr, also außer wenn ihr dann natürlich ins Orbit zurückkehrt, dieses Loadout, also diese Ausrüstungskombination nicht mehr wechseln und zusätzlich habt ihr im Dämmerungsstrike dann auch noch einen Timer, das heißt, ihr müsst beispielsweise in einer halben Stunde den Dämmerungsstrike durchbekommen mit diesem gesperrten Loadout und wenn ihr das nicht schafft, dann gibt es auch kein Loot. Das ist eine ganz interessante Sache, damit macht man das Ganze etwas schwerer, der Schwierigkeitsgrad steigt und das finde ich sehr, sehr gut, dass man da nicht so ganz gelangweilt da durchmarschieren kann. Wenn beispielsweise eure Clan-Member einen Dämmerungsstrike gespielt haben die Woche oder auch so und ihr kommt einfach nicht dazu, ihr habt einfach im Real Life zu viel zu tun gehabt, dann werdet ihr durch diesen Clan-Bonus, dass ihr in einem Clan seid, auch ein Päckchen mit Loot bekommen. Ob das jetzt der gleiche Loot sein wird wie die Leute, die es durchgezockt haben, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das wird dann eher etwas kleineres sein, aber ihr werdet trotzdem dafür belohnt, dass eure Clan-Member ebenfalls irgendwelche Aktivitäten erfüllt haben und das ist doch ziemlich gut, damit stärkt man das ganze Zusammenspiel und das finde ich richtig nice. Des Weiteren werden Granaten im PvE deutlich mehr Schaden machen, vor allem bei Bossgegnern, da sollen sie richtig effektiv sein. Es soll auch etwas zu einer neuen Rüstung gegeben haben, und zwar diese eine Warlock-Rüstung, die wir aus den Destiny 2 Trailern kennen, die solche goldenen Flügel auf den Rücken hat. Der Effekt dieser Exo-Rüstung soll sein, dass man in der Luft beim Zielen dann auch in der Luft bleibt. Diesen Perk kennen wir ja vom Wiederbeleber-Warlock aus Destiny 1 und zusätzlich, wenn ihr zum Beispiel die Dämmerklinge spielt und dann in der Luft Kills macht, dann wird eure Granatenenergie ja schneller aufgeladen und ich glaube, das ist wirklich eine richtig geile Kombination, vor allem im PvE. Ihr schwebt hoch, macht paar Kills, schmeißt wieder eine Granate, schwebt hoch, macht paar Kills und schmeißt wieder die Granate. Ich glaube, damit kann man wirklich sehr, sehr gut Damage kombinieren, vor allem da die Granaten im PvE ja jetzt auch stärker gemacht werden sollen. Es wurde auch ein kleines Detail zu der Golden Gun des Jägers veröffentlicht und zwar im unteren Skillbaum befindet sich ein Perk, womit ihr präzisen Schaden mit der Golden Gun machen könnt. Das heißt, wenn ihr auf den Kopf trefft, dann macht die Golden Gun auch so einen gelben Schaden sozusagen und macht dementsprechend auch mehr Schaden. Aber wenn ihr dadurch Kills macht, werden Lichtpartikel generiert und zwar mehr, als wenn ihr die Kills normal machen würdet. Und damit soll man mit der Super bis zu 8 Lichtpartikel erschaffen können und durch 8 Lichtpartikel soll man auch die Super komplett aufladen können. Also das klingt auf jeden Fall sehr gut, auch sehr teambasiert, was den PvE angeht. Der Jäger, der dann seine Super zündet, kann dann mit etwas Präzision und Skill dann die anderen Teammates mit der Super versorgen. Das Edge Magazin hat uns auch einen kleinen Vorgeschmack davon gegeben, wie groß und umfangreich Destiny 2 nun wirklich sein wird. Und zwar wird es insgesamt 80 Aktivitäten geben. Was meine ich jetzt mit Aktivitäten? Das ist natürlich erstmal auf PvE bezogen, PvP ausgenommen. Damit sind gemeint Story-Missionen, Strikes, Public Events
und Patrouillenmissionen und sonst noch, was uns da in Destiny 2 so erwartet. Wenn ihr jetzt einen kleinen Vergleich zu Destiny 1 haben wollt, dann sage ich euch, dass Destiny 1 ohne der DLCs 22 Story-Missionen hatte, 6 Strikes, 7 Public Events und 6 Patrouillenmissionen. Das macht eine Aktivitätenanzahl von 41. Jetzt haben wir 80, das ist das Doppelte, ohne DLCs. Wie gesagt, das ist wirklich ein großer Schritt nach vorne und da freue ich mich auch drauf. Und das Edge Magazin hat gesagt, dass sie knapp über 50 Stunden gebraucht haben, um diese 80 Aktivitäten durchzuhaben. Und wenn ihr euch jetzt daran erinnert, falls ihr euch mal einen neuen Charakter gemacht habt, man hat innerhalb eines Tages 10-12 Stunden hat man komplett Destiny, was die Story angeht, durchgezockt, samt der DLCs und alles drumherum. Also das ist wirklich erstaunlich. Und sie meinten auch, also die Redakteure vom Edge Magazin, nachdem sie die Story durch hatten, gab es noch sehr, sehr viele Sachen zu tun. Also da kommt nicht so schnell Langeweile auf. Sie sagten auch, das wird ein sehr, sehr geiles Spiel, das endlich dem Potenzial, das Destiny an sich hat, auch gerechtfertigt wird. Und das lässt mich doch etwas freuen. Ich hatte ab und zu mal Zeiten, wo ich an das ganze Projekt nicht wirklich so geglaubt habe. Aber jetzt bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass das der Hammer sein wird. Nun, liebe Leute, kommen wir aber zu dem Spoiler, zu der Story-Mission. Es ist nicht allzu viel. Falls ihr euch das anhören wollt, macht es ruhig. Falls nicht, dann müsst ihr jetzt leider wegschalten oder das Ganze einfach mal stumm machen. So, und zwar werden wir ja von Dominus Goal vom Turm gekickt und wachen dann irgendwo in der europäischen Todeszone auf. Dann werden wir auf Umwegen zu der Farm kommen und lernen dort auch die nette Hawthorn kennen, die da sozusagen uns Tipps und sowas gibt und Aufgaben uns aufträgt, die wir zu tun haben. Und durch sie erfahren wir, dass bei dem Angriff der Kabale auf den Turm einige Splitter von dem Reisenden abgebrochen sind und runtergefallen sind und diese beinhalten natürlich Licht. Und wenn wir da hingehen und die Gegner, die drumherum schwirren, alle erledigen, so können wir dann an unsere Kräfte zurückerlangen. Da hatte ich und Andy also auf jeden Fall die richtigen Theorien dazu aufgestellt. Nachdem wir unsere Kräfte dann zurückerlangt haben, geht es natürlich darum, den Turm wieder zurückzuerobern und mehr dazu haben sie erstmal nicht verraten. Obwohl das Edge Magazine mehr weiß, hat Bungie sie darum gebeten, nicht alles zu spoilern und etwas für das fertige Spiel dann übrig zu lassen. Zum Endboss der Story-Mission haben sie aber doch noch etwas gesagt. Das ist nicht der Dominus Goal, keine Sorge, der kommt erst in dem Raid vor. Der Endboss soll aber nicht ein normaler Boss sein, wie wir das bisher kennen. Da muss man Skill aufweisen, um den zu besiegen. Es geht also nicht darum, einfach nur stur drauf zu ballern, bis die Lebensenergie auf Null sinkt. Also das lässt mich auch freuen. Das ist wirklich eine sehr gute Sache. Das heißt auch, normale Story-Missionen, Gegner oder auch Strike-Endgegner werden durchaus Mechaniken haben und nicht nur stures draufballern, wie wir das jetzt in Destiny 1 bisher kennen. Ja, liebe Leute, ansonsten soll es an dieser Stelle gewesen sein. End Edition wird heute noch ein sehr geiles Video rausbringen. Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, tut es, um dieses Video nicht zu verpassen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ansonsten, wenn ihr hier auf meinem Kanal auch neu sein solltet, lasst ein Abo da, dass wir endlich auf die 18.000 kommen. Und in diesem Sinne, schönen Sonntag noch, lasst ihn immer schön baumeln. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.